Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play OMSI 2, der Omnibus Simulator. Herzlich willkommen in der 99. Folge und ja, wir sind heute auf einer sehr spektakulären Karte unterwegs, auf jeden Fall. Herzlich willkommen von der Map Grundorf. Ja, was machen wir denn hier? Was ist das für ein Bus hier, fragen sich einige. Ja, ich habe tatsächlich mal einen Wunsch bekommen, MANSD 77 zu fahren. Auf Grundorf vom Bauernhof zum Krankenhaus. Da habe ich mir gedacht, ja Mensch, wenn, dann machen wir das schon in Folge 99. Machen das bei einem schönen Abend. Ne? Sieht wirklich gut aus. Und wenn, dann machen wir das auch, wo eine Baustelle, wo ein bisschen was los ist in Grundorf. Ne? Ist so. Das ist unser Bus. Ich weiß, ich fahre mit dem Bus sonst gar nicht. Auch mit dem Rollband kenne ich mich nicht aus. Ich würde sagen, erstmal Elektrik starten. Ich hoffe, der Sound ist soweit in Ordnung. Ja. Also, aus den Urzeiten des Berliner Omnibusverkehrs, dieser Bus, der älteste. So, Rollband, liebe Leute. Rollband sagt uns. Hab ich ein Ibis, ja. So, das ist die Route 1, ganz normal, diese Tutorial-Route auch. Also wenn du zum Anfang OMSI spielst, ne, dann wirst du halt hierhin geladen sozusagen. Sollst, ne, so steht es im Handbuch und dann fährst du erstmal diese Tour ab. So. Steht jetzt schon dran, ne? Nee, ne? Nee, genau. Ich habe Köpenicker Bank, ne? Raiffeisenbank. Jetzt bekannt als Berliner Volksbank. Ja, so. Das ist Einstand auf Krankenhaus. Da die 6. Ich weiß nicht, wie man das Ding hier bedient. Ich glaube, das schaltet jetzt von alleine. Nö. So. Einstand auf Krankenhaus, aber er hat die Linie noch nicht übernommen. Wieso das denn nicht? Das ist ja doof, wie kann man denn die Linie schildern? Und wisst ihr was? Keine Ahnung. So. So geht das auch. Aber warum er die 76 nicht schildert, ich weiß es nicht. Also, ich habe gedacht, das geht irgendwie mit dem Ibis oder so, aber gut. Ja, unser Bus hat keinen Fahrscheindrucker, gibt es auch nicht die Version hier mit OMSI. Unser Bus ist auch mit Berliner Türsteuerung, ne? Also hier Haltestellenbremse drin. Oder? Ja. Genau. So. Dann habt ihr hier den Knopf ein. So. Zack. Bremse rein. Erste Türflügel. Zweiter Türflügel. Ihr könnt nicht die zweite Tür steuern. Geht wie bei Berliner Türsteuerung üblich eben nur über den Haltewunschknopf, über den Türöffner heutzutage in der BVG-Busse und geht aber auch nur, wenn die Haltestellenbremse eingelegt ist. So, hier habt ihr den Fahrplan mit drin. Schön, ganz uralter Bus, ne? Heutzutage, ich weiß nicht, ob Berliner Traditionsbus noch so einen hat. Die haben auf jeden Fall noch so einen SD85er, glaube ich. Bin ich schon mal mit gefahren. So, das hier ist die Feststellbremse. Ein schöner Klopper. Heutzutage sind diese Busse aber auch noch als Berlin City Tour und sowas unterwegs. Also stadtrundfahrtmäßig. Fahren wir mal los. Ich weiß nicht, ob es hier Ansagen gibt. Auf jeden Fall irgendwie ein Display oder so, wo die Haltestellennamen im Innenraum angezeigt werden. Das gibt es hier nicht. So, der hat zu stark gebremst, weil das mein Lenkrad nicht mehr ist. Da muss ich das einmal neu einstellen. Hallo. Hallo. Einmal normal, bitte. Ja. Bitte sehr.
So, dann mal kurz die Lenkrad-Einstellung und sage euch dabei, was ihr einstellen müsst, um diese Baustelle im Grunde aufzuhaben. Das ist nicht, sondern ist ganz normal vorhanden. Und zwar seht ihr das ja an der roten Schrift. Ihr gebt ein, irgendwie einen Zeitraum im April, 2.4. ausgewählt. Und zwar immer im Jahr 1992. Gebt ein, 2.4.92, wenn ihr habt diese Baustelle dann, wir fahren jetzt also eine Umleitung hier in Grundorf. Habe ich mal gesehen und ich finde das auch sehr gut, und wenn wir schon Grundorf fahren, dann wirklich auch mal mit ein bisschen was anderem stinknormale Omsi Grundorf, ne? Passt auch irgendwie zur Folge. Andritt. Jetzt mache ich kurz ein Autoconfig nochmal. So, spulen wir noch mal ein bisschen vor. Jo. Ach, da kommt noch jemand aus der Holzhütte. Wir stehen am Bauernhof, ne? Das ist vielleicht auch, vielleicht wollen das einige Omsi-Neulinge mal wissen, wie das hier abgeht. Ich weiß es nicht. Sehr schönen guten Tag wünsche ich Ihnen. Ja, hier ist der vorne der Entwerter, ne? So, auf geht's. Fahren die Tor hin und zurück. Keine Ansage. So, normalerweise fährt man jetzt hier links. Wir müssen die Umleitung geradeaus fahren. Ich sehe die Ampel nicht. Ich sehe die Ampel nicht, ey. Hier ist die Ersatzhaltestelle Nordspitze Bahnhof. Ist nur in die eine Richtung. Andere Richtung fahren wir dann wieder ganz normal. Abend. Abend. Hallo. Hallo. Ein Fahrschein bitte. Ja. Bitte. Durch Mark. Hallo. Einmal normal bitte. Jo. Danke. Bitte sehr. Ist keine automatische Weiterschaltung natürlich noch nicht. Der Bus kommt ja natürlich nicht aus der heutigen Zeit. Merkt man eben auch an. Ich finde die Sounds sind sehr realistisch genommen. Sie ist ja ein Bus, den braucht man ja nicht zusätzlich downloaden, der ist ja im Spiel mit dabei von MR Software. Abend. Abend, hallo. Warum haben wir hier so viel Verfrühung immer? Es liegt daran, dass das ja eine Map für Omsi-Einsteiger ist, die fahren natürlich noch nicht so wie ich. Die müssen sich erst damit einfuchsen hier und dann dauert das natürlich immer ein bisschen und deswegen ist der Fahrplan hier relativ nett. Hallo. Hallo. Guten Tag. Hallo. Guten Abend. Hallo. 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 Eine Fahrkarte bitte. Einmal die Fahrkarte. Bitte. Also in den ganzen 99 Folgen sind wir noch nie auf Grundorf gefahren. Weil es mir eigentlich immer zu einfach ist hier auf Grundorf, aber gut. Und Grundorf kennt ja jeder. Das ist einfach so.
Jetzt sind wir im Ort Einsteindorf. Jetzt hat er sich gerade wieder Fraps verabschiedet. Ich produziere ja fleißig vor. Starte ich dann gleich mal neu, bevor wir zurückfahren. Oder jetzt. So, hier latschen sie immer rüber. Hier müssen wir ein bisschen weiterfahren. Da oben seht ihr, steht noch Marktplatz. Also jetzt steht Krankenhaus, gut. Sonst rechnet er das nicht ab hier. So. Gut, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn wir unsere Pause beendet haben. Es ist Nacht geworden in Grundorf. Hallo. 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 Guten Abend. Abend. Guten Abend. Dankeschön. Jo. Jo. Ich brauche einen Abend. Abend. Einmal die Kurzstrecke. Dankeschön. Schön. Jo. Ich hätte gerne eine normale Fahrkarte. Einmal die normale Fahrkarte. Bitteschön. Hallo. Moin. Hallo. Hallo Manfred. Hallo. Wir können auch mit offener Tür fahren, ne? Ist auch mal schön mit so einem schönen alten Berliner Omnibus zu fahren, mache ich auch gerne mal zwischendurch, aber hauptsächlich natürlich moderne Busse, Citaro, Solaris und was da alles so Schönes gibt. Natürlich und Citaro. Aber mal so als Abwechslung, einen schönen alten Doppeldecker macht auch mal Spaß. Und noch auf Spandau, auch ist herrlich, ist echt herrlich. Alter. Hallo. 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 Eine Fahrkarte bitte. Einmal die Fahrkarte. Bitte. Hallo. Hallo. So, wir spulen ein bisschen vor.
So. Guten Abend. Aber in, einmal in den Fahrschein. Dankeschön. Bitte. Hier unten ist die Heizung, ne? Aber Heizung gibt's bei mir nicht, das wisst ihr ja. Es reicht nicht bei einer 7-Minuten-Fahrt. So, hier links die Baustelle. Nächste Haltestelle Bauernhof, bitte aussteigen. Und hier endet auch unsere 99. Folge. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht. Vielleicht wusste das der ein oder andere mit der Baustelle noch nicht oder so. Wir sehen uns dann zur Folge 100 hier auf dem Kanal. So, hier nochmal ein Bug. Die Fahrgäste werden hier unsichtbar. Zack. Ja, du auch. Ja. Also, das war es hier aus Gründorf. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder zur Folge 100. Habe ich gerade schon gesagt. Macht es gut. Haut drin. Ciao, ciao.